Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jau, im letzten Part haben wir da drüben mit den Setzern gesprochen. Ach ja, ich habe vergessen, euch zu zeigen, wie das Weltenherz eigentlich jetzt ausschauen tut. Ich sprint mal kurz hin, vielleicht auf den Hügel hier. Vielleicht sieht man das recht gut. Das da ist ein Weltenherz. Schaut ein bisschen ekelig aus. Aber es bewirkt, dass die Erde wieder fruchtbar wird. Also lassen wir es gut sein. Ein Setzerbrot. Jawohl, da brauchen wir noch ein paar. Ein paar Stück. 50, um genau zu sein. Oder man ist wirklich so ein Arsch und gibt den Leuten das schimmlige Brot zum Essen. Aber ich kann das nicht machen. Es ist unter meiner Würde. Ehrlich, ich kann das nicht machen. Die müssen was Anständiges kriegen. Die arbeiten auch hart und die müssen wirklich was Anständiges kriegen. Ich bin auch am Überlegen, wieder nach Goliath zurückzureisen, um dort ihnen ihr Essen zu holen. Aber bis dahin wollte ich noch schauen, wollte ich mich hier ein bisschen umschauen, so wollte ich sagen. Ich bin schlafen bis zum nächsten Morgen, das schadet sicher nicht. So. Und Spielzeug Dino und Auto. Na, Dino. Und was wollte ich sagen? Ich hatte gehofft, hier noch einen Teleportpunkt zu finden, damit die Reise von Goliath und zurück etwas schneller funktioniert. Da draußen müsste irgendwo noch ein Viechlein sein. Ich müsste mal die Waffe wechseln. Na, ich wollte schon darauf. Genau. Da drüben ist er. Genau, das Viech habe ich gemeint. So, nehmen wir wieder unser Pfeilchen und unser Bögele. Bleib mal stehen, du Kriecher. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, er musste... Hoppala, er musste, glaube ich, gerade brechen. Ja, Erfahrung plus 5. Boah, ich muss sagen, der Bogen geht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier? Gutes Messer. Gute Gabel. Energiespeicher. Sehr, sehr gut. So, wir gehen unser Fleisch holen. Dap, 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 dap. So. Und einen Knochen haben wir auch bekommen. Supi. So, ich habe... Ja, ein Teleporter. Hurra! Hurra! Jawohl, so ein Schwein muss man haben. Muha! Jawohl. Oh mein Gott. Ein Beißerle. Würdest du mal laufen? Komm mit, Viech. Ja, komm nur. Da kommt er. Wir werden den wieder wegsnipern. So, ist er noch da? Kleiner Beißer. Na, so. Jawohl. Jawohl. Und, jawohl. Wow. Sehr gut. Heureka! So, hoppala, vorbeigelaufen. Her mit deinem Zeug. Sehr, sehr gut. Es ist halt wirklich schade, dass man die Pfeile nicht nochmal verwenden darf. Aber vielleicht können wir das ja später irgendwo lernen. Das wäre ja auch nicht schlecht. So. Das ist super. Jetzt können wir nämlich problemlos zwischen Goliath und hier hin und her reisen. Und können dann die Quest Supi beenden. Da brauchen wir auch die Schwammerlern dazu. So, ich sammle noch ganz schnell die Pflänzchen hier ein. Da wachsen ja ein paar. Was man hat, hat man. So. Okay. Das Ganze ist auf jeden Fall speicherungswürdig. Mit 3 Rufzeichen. So. Jawohl. Lalala. Da ist immer so ein Viechlein, was so komisch zwitschern tut. So. Das hört sich an wie so eine, keine Ahnung, wie so eine kleine Maus oder so. Okay. Ich glaube, dass wir hier da mal fertig sind. Das heißt, wir reisen nach Goliath zurück. Ragnar, warte, Quest. Und zwar das mit dem Essen, ne?
Nachschub für die Setzer. Genau, das wollte ich machen. Also mal Y, dann Karte. Dann müssen wir hier zu Cinder. Das heißt, wir porten uns nach Goliath. Ja, bitte. Mei, bin ich froh. Ich hab's gerochen. Ich schwöre, ich hab's gerochen und im linken Hüftknochen gespürt, dass es dort einen Teleportpunkt gibt. Ja. Meine Hüfte lässt mich nicht im Stich. Noch nicht. So. Dann sprinten wir mal ein Stück. Tap, tap, tap. So, da vorne im Häuschen müsste sie sein. Oder davor. Dahinter. Na. Nom, nom, nom. Da drinnen? Wirklich? Hallo? Aha, das ist auch ein Laden. Okay. Ah, das ist auch ein Gasthäuschen. Ah, okay. Hallöchen, meine Lass Gute. Lass dir ja nicht einfallen, etwas einzustecken. Achso, das ist dein Bett. Entschuldige. Da habe ich mich vertan. Hallo, Cinder. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Was? Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Ich bin da. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Na, was sind denn die? Zaubersprüche? Beruhige dich erstmal. Zaubersprüche? Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Also in World of Warcraft kann man sich Mana-Brötchen herbeizaubern. Oder Strudel und so weiter. Pudding geht auch. Naja. Was kann ich bei dir kaufen? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Jawohl, ich brauche bessere Rüstung. Der Nächste, der was will. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Ja, fragen wir mal. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Mhm. Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Boah, steckst du in Schwierigkeiten? Irtor braucht Proviant, bring mir was bei, ich will handeln. Aha, die kann was lernen auch. Steckst du in Schwierigkeiten? Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Yes, der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Aha. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Weil ich dir vielleicht helfen könnte. Sag du es mir. Kann ich helfen, weil du wütend bist? Ja, ehrlich. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Können wir machen. Freilich. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Na, fragen wir mal da zuerst. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aha. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Ja, hoffentlich ist dem nichts passiert. Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Ich rede mal mit Angrim, Proviant. Boah, soll ich das trauen? Ich trau mich mal. Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du?
Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Super. Ah. Du hast doch sicher nie, oder? Das bitte kann ich vergessen. Ich habe keine Persönlichkeit. Kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Natürlich. Oh, hier kannst du für deine Lernpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Okay. Aha. Kann sie mir da in allem was beibringen? Persönlichkeit. Aha. Aha. Lernpunkte 3, Attributspunkte. Gib dir sofort 10 zusätzliche Attribute. Bootspunkte, erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde. Oh! Aber da braucht man viel Intelligenz und Gerissenheit. Ja, das ist bei uns hoffnungslos. Bücherwurm, Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrung. Praktika, du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Feilscher, Händler geben dir einen Rabatt. Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert. Überlebenstheorie erhöht deinen Überlebenswert. Aha. Ja, billig ist das Ganze wieder mal nicht. Nicht wahr? 3 Lernpunkte hätten wir übrig. Aber das bringt mir gar nichts, weil Gerissenheit und Intelligenz schaut bei uns schlecht aus. Ja. Ich danke dir mal. Wobei... Wir müssen immer noch gar nicht fertig, ne? Ich rede mal mit Angrim. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Okay. Warte, ich tue noch mal kurz auf Ende. Mir stört's ein bisschen. Schon länger eigentlich, aber ich bin zu faul gewesen, das zu ändern. Ich will mal die Musik etwas leiser stellen. Vielleicht so. Oder? Lass uns mal bei 70. Mir kommt die Musik so laut vor im Vergleich zu dem, wie sie sprechen. Hier noch. Irdor braucht Proviant. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Aha. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Und wenn ich dich bezahle, wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der 2 gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Das habe ich mir schon genommen. Du hast... Sag mal, wühlst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Schock, schwere Not. Na, echt wahr? Pfui. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Gepfui. Ma, ist es gemein. Sie hätte ein bisschen Setzerbrot. Ich nehme da alles mit. Boah, ich bin jetzt schockiert. Ich nehme da alles. Na, das ist echt bei aller Liebe. Das ist ekelhaft. Warte mal. Aha, schau mal, was es da so gibt. Fell? Was ist denn? Mandibeln. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe. Mandibeln. Trophäe. Aha. Reißt dem Opfer das Fleisch von den Knochen. Aha, das ist einfach nur von dem Viech was, ne?
Goldbrocken, Eisenerz, Magnesiumfackel, Klopapier. Anleitung Ring der Kraft. Aha. Rezept Aselfleischteller. Ach komm. Einfacher Holzpfeil. Sollte ich mir vielleicht kaufen, ne? Ob ich alle 50 brauche? Weißt was? Kaufen wir vielleicht mal 20? Oder soll ich doch alle nehmen? Ach, scheiß der Hund drauf. Ich nehme alle. So. Okay. Boah, ey. Ne. Ja. Boah, ey. Ne. Schockschwere Not. Echt. Pff. Ist das echt? Kommt das echt von ihr? Woho. Na, bei aller Liebe. Ich gehe nochmal rauf zum Wirt. Achso, der wird wahrscheinlich keine Sets. Keine Sets, also diese Pilze halt haben. Ich muss es probieren. Oran, gib mir was. Ich überspringe das mal kurz. Hat er Setzerbrot? Hat er. Sehr gut, ich nehme da alles mit. Dann sind wir nämlich schneller fertig mit der Quest. Die kriegen von mir kein verschimmeltes Brot. Punkt. Aus. Ende. Fertig. Da gibt's keine Diskussion. Furchtbar ist das. Echt. Ja, bitte. Bis später dann. Furchtbar ist es. Wie viel haben wir jetzt von dem Zeug? Furchtbar. Furchtbar ist das. Brennstoff ist das. Treibstoff für alle Flammenwerfertypen. Oha. Spielzeug. Hier. Lebensmittel. Setzerbrot. Super. 3 Stück fehlen noch. Supi. Antitoxin. Aha, das ist eine Droge quasi, ne? Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Oh, Effektdauer. 90 Sekunden. Bewirkt eine Zeit lang eine höhere Resistenz gegen Gift. Aha. Ach. Naja. Mächtige Energiespeier füllt die mentale Energie wieder vollständig auf. Ja, das ist echt, ich weiß nicht. Das, Brot hilft vor allem gegen Hunger. Oh ja, Brot ist eines der wichtigsten Lebensmittel, die es gibt auf unserer Welt. Reißzähne, scharf und spitz. Und was haben wir da noch? Viel Gerümpel. Unbrauchbare Verbandstasche. Voller nützlicher Sachen, auch wenn einiges schon seine Wirkung verloren hat. Ja, wie die Verbandskästen in gewissen Autos. Ja. Okay, wir brauchen noch 3 Schwammerl. Wo kriege ich die her? 3 Schwammerl. Alle Schwammerl, Hände hoch. Servus. Wer bist du? Achso, ein Werker. 3 Schwammerl. Die finden wir doch hoffentlich. Ei! Und da scheint's. 1 Setzerbrot. Da waren es noch 2. Boah, das wäre jetzt echt cool, wenn wir alle 3 zusammenkriegen könnten. Das wäre echt cool. Da würde ich mich jetzt echt freuen drüber. Aber ich befürchte Schlimmes. Nämlich, dass ich so viel Glück nicht haben werde. Was echt nicht super wäre. Horuk. Dam, 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 dam. Hier haben wir Händeln, nicht wahr? Jo. Die Apfelstücke, also die Apfel... Die Äpfel. So, die Äpfel. Die Äpfel haben wir schon mitgenommen. Hier wächst nichts. Tap, 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 tap. Haben wir hier vielleicht Schwammerl? Nicht wirklich. Ah, das ist jetzt ärgerlich. 2 Pilze. 2, nur 2. Aha. Achso, das ist der Durchgang, genau. 2 Schwammerl fehlen zu unserem Glück. Aber vielleicht soll ich zum Wald zurückgehen. Vielleicht finden wir die Verbleibenden dort. Weil da werde ich wahrscheinlich eher kein Glück haben. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger. Dab, dab, dab. Weil das wäre ja Riesenglück, wenn man das... Halt, das war da, geht da nur, ne? Elixit. Aha, Energiespeicher. Aha, okay.
Haben wir was anderes gefunden, auch nicht schlecht. Dap, dap, dap. Dap, dap. Was haben wir hier? Wiesenkraut, jawohl. Wachsen eigentlich diese Pflanzen wieder nach im Laufe der Zeit? Ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Hallo. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Ach verdammt, ich hatte gehofft, dass ich mit ihr handeln kann und dass ich dort die letzten Schwammerler kriege. Aber ich glaube, da suche ich jetzt vergeblich, glaube ich. Da werden wir uns leichter tun, wenn wir wieder in den Wald zurückkehren. Glaube ich. Es fehlen eh nur zwei Schwammerl. Die werden wir schon hoffentlich dort irgendwo auftreiben können. Halt, schau. Ein Setzerbrot. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein Schwammerl zu unserem Glück. Ein Schwammerl, wer bietet mehr? Weniger. Naja, auf jeden Fall wäre der Part schon wieder zu Ende. Schrecklich, wie die Zeit vergeht. Halt, war da was? Halt, Lagerfeuer. Ein Krug. Boah, ich traue mir was. So. Da ist noch kein Schwammerl. Da drüben ist noch was. Mann, Mann, ich muss den Part beenden. Mächtige Mana-Pflanze. Ja, das ist das. Das ist das Leid, wenn man Sammler ist, ne, im Herzen. So wie ich. Na gut, ihr Lieben. Ich muss jetzt leider Schluss machen wieder. Ich bedanke mich wieder von ganzem, ganzem, ganzem großen Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir suchen im nächsten Part weiter nach Pilzen. Also dann. Tschüssi. Ah, da ist schon einer. Super. Tschüssi.